geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz, ganz herzlich hier bei uns im Kunsthistorischen Museum begrüßen zu unserer Veranstaltungsserie Donnerstagabend im Museum, die betreut wird von Dr. Katja Schmitz von Ledebur, wofür ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Sie hat heute das spannende Thema für den heutigen Abend vorgeschlagen und ich darf nur sagen, wir haben begeistert zugestimmt, denn wir wollen natürlich mit unseren Vortragsreihen ein breites Publikum ansprechen. Wir wollen vor allem auch in den aktuellen Diskurs einsteigen. Wir wollen immer wieder durch unsere Veranstaltungen, seien es Vorträge, aber heute werden wir ein sehr lebendiges, sage ich jetzt einmal, konstruktives Streitgespräch hoffentlich zum Thema Elfenbein führen können. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir auch Gelegenheit haben, mit unseren Kollegen und Experten hier im Haus, aber auch mit externen Kollegen aktuelle Museumsthemen aufzugreifen. Genauso wie es uns wichtig ist, und darüber freuen wir uns natürlich auch ganz besonders, dass es uns immer wieder mehr gelingen wird, unser Publikum zurück ins Museum bekommen zu können. Es ist, glaube ich, müßig zu sagen, wie schwierig die Vergangenen, es sind jetzt wirklich fast auf den Tag genau 2 Jahre waren, die immer wieder, die grundsätzlich durch die Pandemie geprägt waren, von Lockdowns, von vorsichtigen Öffnungen und so weiter geprägt waren. Aber auf der einen Seite konnten wir unser digitales Museum wesentlich ausbauen, aber auf der anderen Seite war es uns auch ganz wichtig und ist es uns auch ganz wichtig, unser Publikum wieder zurück ins Haus zu bringen. Denn natürlich kann man hier im Besuch des Museums in der Auseinandersetzung mit den Sammlungen den ganz besonderen Zauber, den ganz besondere Magie und auch den Dialog mit den Objekten besonders erleben. Wie gesagt, die heutige Diskussion steht in einer Reihe von mehreren Gesprächen, die sowohl hier bei uns im Kunsthistorischen Museum stattfinden werden, aber auch in unseren anderen Museen, vornehmlich natürlich auch dem Weltmuseum, das ja auch per se ein sehr diskursiv veranlagtes Museum ist. Wir wollen uns diesen sogenannten Burning Issues, den brennenden Fragen, die die Museumswelt national, aber vor allem auch international bewegt, stellen und uns aktiv mit diesen Fragestellungen befassen. Wir haben ja schon seit einiger Zeit die Palmyra-Gespräche immer wieder bei uns im Haus, wo es um Kulturschutz, Kulturgüterschutz geht. Ein ganz aktuelles Thema ist natürlich die Frage von Objekten im kolonialen Kontext. Ich glaube, da könnten Sie genauso beredt an einer Diskussion teilnehmen können. Wir sind gerade hier im Weltmuseum unter der Führung von Jonathan Fein Vorreiter in einer Positionierung für die zumindest österreichischen Museen, wie mit diesen Objekten aus dem kolonialen Kontext umgegangen werden soll, aber auch Diversität, Gender und so weiter sind wichtige Themen. Aber auch das möchte ich natürlich am heutigen Abend auch sagen, alle diese Themen und Fragenkomplexe werden aktuell natürlich überschattet von einer schrecklichen Tragödie, vom Krieg Putins in der Ukraine. Das ist auf der einen Seite natürlich insbesondere eine humanitäre Katastrophe, aber in unserem Kontext natürlich auch eine Katastrophe, was das kulturelle Erbe anbelangt. Und hier sind gerade in den letzten Tagen unendlich viele Initiativen, Ideen und so weiter aufgekommen, wo sich die Museumslandschaft national, aber vor allem auch international sehr aktiv bemüht, nicht nur sozusagen sich um die Kollegen zu kümmern, sondern vor allem auch was den Schutz des kulturellen Erbes anbelangt, das derzeit ganz stark bedroht ist und teilweise auch schon laufend zerstört wird.
Umso verheerender ist dies natürlich, als dass wir Kunst und Kultur, und ich sage wir, insbesondere auch hier im KHM-Museumsverband, Kunst und Kultur immer als Brücke zwischen den Ländern gesehen haben und auch gelebt haben, insbesondere dann, wenn die Sprache der Politik keine Worte mehr findet, keine Aktivitäten mehr findet, außer dem, was wir gerade eben erleben können, wo Worte und Argumente abhanden gekommen sind. Und wir haben hier als Museum natürlich auch eine ganz besondere Verantwortung. Ja, heute, das heutige Thema ist, wie gesagt, auch ein brennendes Thema im Elfenbeinturm. Wir werden heute über das Material Elfenbein, über Objekte der Elfenbeinkunst in den Museen sprechen und hier über unterschiedliche Haltungen dazu und Praxen auch sprechen können. Ich freue mich sehr, dass wir heute zwei hochkompetente Experten hier am Podium haben, die ich ganz kurz vorstellen möchte. Dr. Alberto Saviello hat Kunstgeschichte, romanistische Literatur und Geschichte in Düsseldorf, Rom und München studiert, war dann Mitarbeiter und Stipendiat des Kunsthistorischen Museums, Instituts in Florenz, hat 2011 bei Professor Avinoam Shalem in München mit einer Arbeit über bildliche Darstellungen des Propheten Mohammed im westeuropäischen Buchdruck dissertiert, war dann wissenschaftlicher Assistent an der Freien Universität in Berlin und an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und hat besonders auch die Verwendung und Entstehung von Kunstobjekten im Kontext der christlichen Missionen in Südasien im 16. und 17. Jahrhundert erforscht. Wir haben Sie heute eingeladen, weil Sie zwischen 2018 und 2021 Teil eines Kuratorinnenteams für die erste Sonderausstellung im ebenso heiß umstrittenen und neu eröffneten Humboldt-Forum im Berliner Schloss mitkuratiert haben. Die erste Sonderausstellung, und darüber werden wir dann sprechen, Schrecklich schön, Elefant, Mensch, Elfenbein. Derzeit sind Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kunstgeschichte der Universität Bern sowie Lehrbeauftragter im Bereich der Religionswissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. In Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich unter anderem mit der Genese und Funktion von Objekten der bildenden Kunst in Kultur- und Religionskontakten. Und wie gesagt, die wichtigste Publikation im heutigen Kontext ist Ihr Ausstellungskatalog Schrecklich schön. Ja, dann freue ich mich ganz besonders, dass Dr. Konrad Schlegel auch heute hier mit am Podium sitzen kann. Dr. Schlegel müssen wir hier, glaube ich, in Wien nicht vorstellen. Ich tue es aber trotzdem, denn unsere heutige Diskussion wird aufgezeichnet und es werden noch viele andere Menschen dann später die Gelegenheit haben, die unser Gespräch online mitzuverfolgen. Dr. Schlegel hat Kunstgeschichte, klassische Archäologie und Kommunikationswissenschaften an den Universitäten Augsburg, Wien und Paris studiert, hat dann im Jahr 2000 an der Uni Wien zum Thema Arno Breker und die Repräsentationskunst im Dritten Reich promoviert, auch das ein spannendes Thema, und seit 1999 ist Dr. Schlegel wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns am Haus. Bis 2011 in der Kunstvermittlung und seither dann als Kurator in der Kunstkammer und Schatzkammer für die frühneuzeitliche Skulptur und Plastik nördlich der Alpen. Eines seiner Spezialgebiete ist die barocke Elfenbeinskulptur, aber auch Sammlungsgeschichte, Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert. Und zuletzt hat Dr. Schlegel gemeinsam mit dem früheren Direktor der Kunstkammer Fritz Fischer eine Ausstellung zum barocken Elfenbeinschnitzer Leonhard Kern in Schwäbisch Hall kuratiert, hat auch hier nicht nur diesen bedeutenden Meister, sondern auch das Material besonders in den Vordergrund gerückt und ist eben
Mitverfasser des zugehörigen Ausstellungskatalogs Leonhard Kern und Europa, die Kaiserliche Schatzkammer in Wien im Dialog mit der Sammlung Würth. Ja, Dr. Schlegel hat mehrfach auch zum Thema Elfenbein publiziert über die Abundantia, dieses wunderbare Objekt in unserer Sammlung, und zu Matthias Steindls Allegorie der Elemente aus Walrosszahn. Ja, damit wissen Sie es jetzt einmal, mit welchen hochkarätigen Kollegen Sie es heute hier zu tun haben. Es ist für mich ein bisschen eine Erinnerung an meine frühere Tätigkeit. Meine Leidenschaft ist immer noch in das Gebiet der Elfenbeinskulptur. Und wir würden jetzt die beiden Kollegen einmal einladen, eine ganz kurze Präsentation aus dem Kontext herauszubieten, weshalb wir sie heute eingeladen haben. Ich möchte gern Herrn Saviello bitten, zunächst beginnen, und dann dich, lieber Konrad, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen werden. Bitte, herzlich willkommen. Ja, guten Abend. Herzlichen Dank, Frau Dr. Haag, für die schmeichelnde Einführung. Dank an Frau Dr. Schmitz von Ledebur und Herrn Dr. Schlegel, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Und schön, dass dieses Interesse da ist, das Thema Elfenbein hier zu diskutieren. Gerade hier an diesem Ort mit den wunderbaren Objekten in der Schatzkammer ist es, denke ich, ein ganz spannender und passender Ort, um die Frage, wie Museen mit Elfenbein umgehen sollten, nochmal in den Blick zu nehmen. Ich möchte Ihnen jetzt in der kommenden Viertelstunde ungefähr einen Einblick geben in die Ausstellung in Berlin, die leider schon vorbei ist. Sie lief bis Januar diesen Jahres. Und da die meisten von Ihnen sie wahrscheinlich nicht besucht haben, gebe ich eine kurze Präsentation. Wie bereits gesagt, war ich Mitglied eines dreiköpfigen Kuratorinnen-Teams, und wir haben über 2,5 Jahre diese Ausstellung geplant und umgesetzt. Das Projekt war ein gemeinsames Werk der Stiftung Humboldt-Forum mit den staatlichen Museen zu Berlin, dem Museum für Naturkunde und den National Museums of Kenya. An der Wand projiziert sehen Sie auf der linken Seite einen der letzten Entwürfe für das Plakat, mit der die Ausstellung beworben wurde, und auf der rechten Seite das Buch. Ich mache mal ein bisschen Werbung. Hier haben sich 15 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen jeweils zu dem Thema Elfenbein und der historischen und aktuellen Relevanz des Materials geäußert. Ein grundlegendes Thema der Ausstellung war für uns das Verhältnis von Elefant, Mensch und Elfenbein, was durchaus komplex ist und ambivalent. Und wie der Titel schrecklich schön auch schon andeutet, ging es uns bei der Ausstellung darum, die unterschiedlichen Seiten, die sich mit dem Material Elfenbein verknüpfen, auch zu beleuchten. Einerseits steht Elfenbein in sehr unterschiedlichen kulturellen Traditionen für Schönheit, für Reinheit und für Vitalität. Und angesichts der Werke, die aus dem Material geschaffen wurden, ist es gleichsam synonym für künstlerische Virtuosität. Auf der anderen Seite verbinden sich mit dem Material Brutalität und Gewalt, die Geschichte von der Ausrottung, der beinahen Ausrottung der Elefanten und generell dem Raubbau an Menschen und an der Natur. Und diese grundlegende Ambivalenz, die sich mit dem Material historisch und aktuell verbindet, die zieht sich durch die Ausstellung in 6 Sektionen, und haben wir versucht, dieses näher zu beleuchten und dabei einen multiperspektivischen Ansatz zu wählen und Erkenntnisse aus den Bereichen nicht nur der Kunstgeschichte, sondern auch der Ethnologie, der Archäologie, der Medizin, der Philosophie, der Literaturwissenschaften und der Ökologie miteinander zu verknüpfen, um so auch in gewisser Weise diesem Geist der namensgebenden Humboldt-Brüder gerecht zu werden, sozusagen einen ganzheitlichen Blick auf das Phänomen Elfenbein zu werfen. Das Narrativ der Ausstellung, hier sehen Sie einen ersten Blick, zieht sich vom kleinen Objekt, vom kleinen Elfenbeinobjekt hin zum großen, bis zum Tier, zum Elefanten, den wir einerseits in seiner
kulturellen, als kulturelles Symbol verstehen und beschreiben, andererseits als soziales Lebewesen und in seiner wirklich zentralen Bedeutung für das ökologische Gefüge seines Lebensraumes. Hier sehen Sie auf der rechten Seite die erste Vitrine des Prologs und dann den Mittelgang der Ausstellung, der sich entlang von Pfeilern bis hinten zu diesem Autowrack, was Sie schon sehen können, zieht. Also räumlich eine relativ kleine Ausstellung mit 200 Objekten und Medienstationen, aber dann doch relativ gehaltvoll, wie ich hoffe. Wir haben versucht, einen Bogen zu spannen, der die Geschichte des Umgangs mit dem Material Elfenbein von der Steinzeit, der Altsteinzeit, vom Paläolithikum bis hin in unsere Gegenwart zieht. Die erste Vitrine arbeitet mit einer Gegenüberstellung von Tierschädeln der großen Säugetiere, von denen gemeinhin Elfenbein gewonnen wird. Denn Elfenbein ist nichts anderes als die Stoßzähne großer Säugetiere. Hier sehen wir zum Beispiel den Schädel eines afrikanischen Elefanten und zwei kleine Figürchen, die aus diesem Material gefertigt wurden. Andere Tiere sind der Pottwal, dann das Walross, das Nilpferd und das Mammut war auch ein Thema, das natürlich jetzt schon einiger Zeit ausgestorben ist. Diese Gegenüberstellung sollte sozusagen eine der Grundtheorien veranschaulichen, dass hinter jedem dieser Zähne ein totes Tier steht und unsere Hypothese auch in gewisser Weise veranschaulichen, dass ein Aspekt des Reizes, der von dem Elfenbein ausgeht, auch damit zusammenhängen, dass die Träger sehr mächtige, vitale, kraftvolle Tiere waren und dass sich die Idee damit verknüpft, dass in dem Material etwas von dieser Vitalität erhalten bleibt. Also in gewisser Weise eine mythische Vorstellung. Das allererste Objekt, das die Besucherinnen sehen konnten, wenn sie die Ausstellung betreten haben, war auch gleichzeitig das kleinste, aber auch eins vielleicht der wichtigsten, das absolute Highlight-Objekt, ist ein Mammutfigürchen aus der Schwäbischen Alb, das eines der ältesten Kunstwerke ist der Menschheitsgeschichte. Das wurde Radiokarbon datiert, die Erdschichten, wo es gefunden wurde, und das ist 38.000 Jahre alt und wie gesagt wahrscheinlich eines der ältesten figürlichen Objekte, die von Menschen geschaffen wurden und die sich bis heute erhalten haben. Es kann natürlich sein, dass auch in anderen Materialien schon geschnitzt wurden, aber Elfenbein ist aufgrund seiner Haltbarkeit sozusagen gehört zu den Materialien, das uns das heute möglich macht, diese Objekte noch zu studieren und selbst Details wie das Auge und die ganze Vitalität und Bewegung dieser Naturstudie sind nach dieser Zeit heute noch erkennbar in diesem Material. In der ersten Sektion, ich werde die Sektion jetzt kurz durchgehen, aber mein Tempo ein bisschen beschleunigen, weil ich die Zeit auch vorrückt. In der ersten Sektion haben wir uns mit den Eigenschaften, mit den Materialeigenschaften, mit den Bearbeitungstechniken des Materials beschäftigt. Da hatten wir dann auch wirkliche ästhetische Highlights, wie zum Beispiel die Gruppe mit Herkules und Amphale von Balthasar Permoser, aber auch eine Leihgabe, die dankenswerterweise aus dem Kunsthistorischen Museum, aus der Schatzkammer gekommen ist, ein Frühwerk des damaligen Kronprinzen Leopold, dem späteren Kaiser Leopold I., der als 14-Jähriger an der Drehbank diesen Deckelhumpen geschaffen hat. Also das war schon, Elfenbein war schon immer auch ein Material, das sich mit einer gewissen Aristokratie und, verbunden hat. In der zweiten Sektion der Ausstellung mit dem Titel Lokal-Global haben wir uns mit der Geschichte des Elfenbeins als Handelsmaterial beschäftigt. Und tatsächlich wurde Elfenbein nachweislich schon 3500 vor unserer Zeitrechnung interkontinental gehandelt. Also über dieses Material sind wirklich unterschiedliche kulturelle Traditionen miteinander in Kontakt getreten. Das konnte zu sehr schönen und positiven Ergebnissen führen, hat aber gleichzeitig auch zur Ausbeutung des afrikanischen Kontinents letztlich geführt im Zeitalter des europäischen Kolonialismus. Und hier haben wir das Motiv des Stoßzahns nachverfolgt, das schon in der römischen Antike für den Reichtum des afrikanischen Kontinentes stand und das dann auch im Kolonialismus sozusagen zu dem Motiv wurde, dass man das weiße Gold dem afrikanischen Kontinent, dem schwarzen Kontinent entzieht. Ja, also eine gewisserweise eine Perversion dieser Farblogik. In der folgenden Sektion haben wir uns damit beschäftigt, dass Elfenbein ganz besonders oft in Kontakt mit dem menschlichen Körper trat und tritt aufgrund seiner angenehmen Haptik und aufgrund der mit ihm verbundenen Metaphorik der Reinheit, wurde sehr oft für
Schönheitsutensilien verwendet, aber tatsächlich auch als Arznei oder eben als Knochenimplantat. Bis 1980 hat man in Myanmar Hüftknochen durch Elfenbeinimplantate ersetzt. Im Zentrum der Ausstellung haben wir besonders versucht, dem Anspruch der Multiperspektivität gerecht zu werden. Wir haben 9 Expertinnen dort zu dem Thema Elfenbein interviewt, ihre Sichtweise darzulegen. Und dort waren Stimmen eines Biologen, eines Zollbeamten, eines passionierten Elfenbeinsammlers, aber eben auch Stimmen aus den Ursprungsländern des Elfenbeins. Wir haben eine Rangerin interviewt und einen ehemaligen Wilderer, was übrigens auch ein europäischer Begriff ist, den man eigentlich jetzt gar nicht mehr so illegalen Jäger, würde man wohl eher sagen. Darauf, in der zweiten Hälfte der Ausstellung, ging es dann stärker um das Wesen Elefant. Und in dem ersten Bereich, mächtig verletzlich, haben wir den Elefant als Symbolwesen der Macht auch thematisiert. Er galt als größtes Landlebewesen nicht nur als stark und besonders mächtig, sondern auch als zurückhaltend, als friedvoll und als weise, mit einem Tier mit einem unglaublichen Gedächtnis. Und damit war der Elefant in gewisser Weise die ideale Verkörperung von Herrschaft. Und dies hat sich auch auf Elfenbeinobjekte übertragen. Also wir haben eine ganze Reihe von Herrschaftsinsignien und Statusobjekten wie Thronbeinen, Dirigentenstäben, die aus diesem Material gefertigt wurden. Relativ zentral stand auch eine Filmbox mit einer Videoarbeit der Künstlerin Liesel Burisch, die den Todeskampf einer sterbenden Elefantenkuh gezeigt hat, die von ihrer Herde verlassen wurde, aber von Menschen begleitet wurde, von den Rangerinnen, die sie abgedeckt haben mit Palmblättern und die sie mit Wasser versorgt haben, um ihr den letzten Weg etwas zu erleichtern. Und das Geräusch des Atmens war auch in der Ausstellung zu hören. Also sozusagen der sterbende Elefant war als Hintergrund die ganze Zeit präsent. Sozusagen mit dieser Transgression, dieser Grenze haben wir dann auch versucht sozusagen zu gucken, welche mythologischen Bedeutung der Elefant hat als Kulturspender, als Narrativ von Kosmologien, also von Entstehungsgeschichten der Erde oder auch in Bezug auf Mischwesen wie bei Gott Ganesha oder bei Felsenzeichnungen, die Menschen mit einem Elefantenkopf zeigen. Also dieses Bedürfnis des Menschen, sich wieder an das Instinktive und die natürlichen Mächte zurückzubinden, teilweise dann auch ausgedrückt, wie in diesem zeilonesischen wunderbaren Elfenbeinkruzifix in dem Material Elfenbein, das eben für Reinheit steht und das auch mit der Jungfrau Maria in Verbindung stand und dafür dann also ein ideales Darstellungsmedium für den Corpus Christi war. Oder eben halt auch in afrikanischen Masken, wie hier diese Elefantmaske der Kursi-Gesellschaft, wo der Elefant für den Herrscher steht. Oder in moderner Kunst Henry Moore, der den Elefantenschädel studiert und den Elefantenschädel zu einem Imaginationsraum macht, in dem er Architekturen sieht, Höhlen und Gänge und ganze Landschaften. Also das kulturelle Potenzial des Elefanten führt dann letztlich über zu der Frage, wie ist unser Verhältnis, wie leben wir gemeinsam mit dem Elefanten, und da haben wir dann diesen zertrümmerten Toyota, der zeigt, welche Gewalt in diesen Tieren auch stecken kann. Da hat der einen Elefantenbulle das Vehikel der Ranger angegriffen und zerstört mit seiner Gewalt. Von dort aus geht dann ein Netz am Boden zu verschiedenen Faktoren, die eruieren, wie der Elefant als Kommunikator in seiner sozialen Gruppe funktioniert, wie er als Landschaftsgärtner die Savanne gestaltet, wie aber auch sozusagen über Bienenstöcke und andere Dinge oder Verletzungen durch Kugeln sozusagen mit Menschen in Kontakt tritt. Und Ziel dieses Netzwerks war halt zu zeigen, dass wir in einer enormen Verantwortung stehen mit unserem Handeln und auch mit dem Handeln der Museen sozusagen uns zu positionieren in diesem komplexen Geflecht und dass man sich sozusagen diesem Thema Elfenbein auch in der Hinsicht widmen sollte, dass man darauf hinweist, dass immer noch Elefanten, jedes Jahr schätzungsweise 20.000 Elefanten wegen ihrer Stoßzähne gewildert werden. Das wäre dann schon das Ende der Ausstellung. Sie sehen, wir haben versucht, die Waage zu halten. Wir haben es vielleicht auch keinem am Ende gerecht gemacht, worauf ich ein bisschen stolz bin. Ich will aber jetzt, um die Diskussion vielleicht noch anzufeuern, also im Katalog wird auch eine Arbeit besprochen des Künstlers Abdel Abdessamed.
Und der hat Elfenbein zu der Darstellung des vietnamesischen Kindes, damals Frau Pu, die von Napalm, der Amerikaner, verletzt wurde. Und er hat diese Figur nachgestellt in Elfenbein, dieses Foto. Und eine Position unseres Kataloges war, dass dieser Schrei dieses Mädchens durch das Elfenbein, dass es auch das Material Elfenbein ist, dass das Leid des Tieres auch mit hinausschreit und die, sozusagen die Vergewaltigung von Mensch und Natur quasi in diesem Objekt durch die Materialität Elfenbein auch mit hineinkommt. Das ist eine der schärferen Positionen, die im Katalog vertreten wird und mit der ich jetzt hier sozusagen die Position erstmal schließen möchte und hoffe, dass das ein bisschen zur Diskussion auch anregt. Danke. So, also auch erst einmal von meiner Seite, liebe Sabine, herzlichen Dank für die nette Einführung und liebes Team, vielen Dank für die Idee zu dieser Veranstaltung und Herr Serviello, dass Sie gekommen sind. Ich möchte aber, sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich mit meinem eigentlichen Thema beginnen möchte, die Bedeutung von Elfenbein in den Museen, möchte ich schon erst einmal eines klarstellen, das Ausgangsproblem, das wir heute Abend hier haben, von dem aus wir die Diskussion eigentlich führen müssen, ist schon evident, dass die Elefanten Afrikas vom Aussterben bedroht sind, kann niemanden kalt lassen und macht auch mich traurig. Und selbstverständlich befürworte ich Maßnahmen, die die bedrohte Elefantenpopulation effektiv schützen. Wie zum Beispiel die erst Anfang dieses Jahres eingeführte EU-Verordnung, wonach der Handel mit Elfenbein, und zwar nicht nur das Rohmaterial, sondern sehr wohl auch Antiquitäten oder Musikinstrumente, die Elfenbein enthalten, sehr stark reglementiert ist, nahezu ausgeschlossen wird. So etwas macht Sinn, so etwas ist zielführend. Die andere Forderung, die wir diskutieren müssen, die Sie jetzt natürlich nur ein bisschen angeschnitten haben, die in Ihrem Katalog, Herr Serviello, aber sehr massiv da und dort vertreten wird, nämlich, dass die Museen Elfenbeinobjekte lieber gar nicht zeigen sollten, die schießt meiner Meinung nach über das Ziel hinaus, ist meiner Meinung nach eine Form von Populismus, der vielleicht allzu wenig differenziert gedacht ist. Das beginnt schon mit der Geschichte der Elfenbeinverarbeitung, die Sie, Herr Serviello, angedeutet haben, die sehr interessant und sehr wechselvoll ist. Er hat es gesagt, schon von der Steinzeit bis zur Antike belegen Funde die hohe Wertschätzung, die das Elfenbein erfahren hat. Und auch in nachantiker Zeit, in byzantinischer Zeit zum Beispiel, das Byzantinische Reich war eine der Glanzzeiten der Elfenbeinverarbeitung. Das setzt sich fort im Mittelalter, als vor allem in Frankreich die Produktion von wertvollen Elfenbeingegenständen en vogue war. Dann interessanterweise kommt es zu einem kompletten Bruch im 16. und 17. Jahrhundert, im 15. und 16. Jahrhundert, in der Renaissance halt, wird nahezu keine Kunst aus Elfenbein hergestellt, weil die Bildhauer damals vor allem mit der Bronze arbeiten wollten und mit der Bronze möglichst nah an der Antike sein wollten. Dann fängt es wieder an in der Barockzeit, im 17. und 18. Jahrhundert, und das kommt nicht von ungefähr. Herr Serviello hat es angedeutet, Elfenbein ist auch verbunden mit einer Machtsymbolik, der Elefant, das Elfenbein, Machtsymbolik, und natürlich in der Barockzeit, auf dem Höhepunkt des Absolutismus in Europa. Auf dem Höhepunkt des Absolutismus, auch hier in Österreich, in Wien, zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts, ist Elfenbein
natürlich ein Statussymbol und wird von den Künstlern für höfische, elitäre Kunstwerke natürlich massiv verwendet. Wobei, auch wieder interessant, es dann ganz schnell vorbei ist, noch in der Barockzeit, wird das Porzellan erfunden im frühen 18. Jahrhundert in Europa. Und das Porzellan löst das Elfenbein als beliebten Werkstoff ab, weil man jetzt mit dem Porzellan ein Material an der Hand hatte, mit dem man maschinell Kunstgegenstände im großen Stil produzieren konnte. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, in so einem altehrwürdigen Haus wie diesem, in so einer alten Sammlung wie dem im Kunsthistorischen Museum, ist diese interessante, wechselvolle Geschichte sehr gut ablesbar. Ich brauche keine Eulen nach Athen tragen. Das Kunsthistorische Museum ist erwachsen aus den verschiedenen habsburgischen Sammlungen und diese Sammlungen spiegeln natürlich das Empfinden der jeweiligen Sammler wider. Und die Geschichte der Elfenbeinverarbeitung ist letztlich eine Kulturgeschichte des Geschmacks. So wie es manchmal beliebt war, dann gar nicht beliebt war, dann wieder beliebt ist, dann nicht mehr beliebt ist. Dieses Auf und Ab ist mehr als kunstgeschichtliche Relevanz. Da geht es eigentlich um Geschmackskultur, um Kulturgeschichte. Und die lässt sich eben in unserer kaiserlichen Sammlung sehr schön ablesen. Und da möchte ich jetzt mit Ihnen einen kleinen Rundgang sozusagen durch das Haus zum Thema Elfenbein machen, ganz schnell. Wie gesagt, also könnte man anfangen im byzantinischen Reich. Ein Beispiel aus der antiken Sammlung des Hauses hier, dieses wunderbare, man sieht es nicht. Links im Bild dieses wunderbare Relief, eine byzantinische Kaiserin in Konstantinopel um 500 nach Christus entstanden, eine byzantinische Kaiserin thronend unter einem Baldachin, fast vollplastisch gearbeitet, dieses Relief ist wunderschön. Wenn Sie schauen, der Kopf der Kaiserin steht vom Reliefgrund ab und dann ist sie flankiert von diesem Vorhang, der weggezogen ist und um die Säulen gewickelt ist und die Vorhangstange und der Vorhangstoff oben auch meisterhaft hinterschnitten, vollplastisch herausgearbeitet. Um diese Virtuosität, die Herr Saviello hat es angesprochen, natürlich mit dem Elfenbein immer bewundert verbunden war, diese schnitztechnische Virtuosität, setzt sich 500 Jahre später noch fort. Sie sehen rechts im Bild ein mittelalterliches Beispiel von uns jetzt aus der Kunstkammer, Papst Gregor der Große beim Schreiben eines Sakramentars dargestellt. Er schreibt geflissentlich, die Taube des Heiligen Geistes sitzt auf seiner Schulter und unten sitzen seine Mönchlein, die aufschreiben, was der Chef ihnen diktiert. Und da sehen Sie, der Papst ist auch flankiert von so einem Vorhang. Das ist genau das gleiche Motiv aus dem byzantinischen Relief, das sich hier wiederholt und noch einmal vorkommt. Also Sie sehen, welche schnitztechnische Tradition, Bildtradition hier über 500 Jahre transportiert wurde. Und das ist natürlich spannend. Und wenn ich jetzt eine wirkliche Führung mit Ihnen machen würde, unten in der Kunstkammer, dann würde ich sagen, bei diesem mittelalterlichen Relief stehen, wir gehen jetzt zum zeitlich nächsten Elfenbeinobjekt. Und dazu müssen wir aber eine ganze Reihe von Sälen in der Kunstkammer durchwandern, alle voll gefüllt mit Skulptur und Plastik. Und wenn Sie so ein bisschen nach links und nach rechts schauen, im Vorbeigehen, dann werden Sie kein einziges Elfenbeinobjekt entdecken können. Und das ist eben dieser bemerkenswerte Bruch, der da stattgefunden hat in der Renaissance, wo das Elfenbein nicht mehr produziert, also keine Kunst aus Elfenbein produziert wurde. Es fängt erst wieder an um 1600, als da und dort in Europa, in Venedig und verschiedenen höfischen Zentren, plötzlich wieder figürlich geschnitzte Elfenbeinkunst zu finden ist. Bei uns in der Sammlung ist das mit Kaiser Rudolf II. Vertreten, der Prager Kunstkammer. Wir haben von ihm rechts im Bild hier aus seiner Sammlung eine
Zahl von sehr kleinen, sehr zarten Elfenbeinfigürchen, nicht unerotisch im Motiv, das ist der Geschmack des Kaisers gewesen. Und diese Kleinheit im Format ist auch ganz wichtig für das Elfenbein, für die Elfenbeinverarbeitung. Elfenbeinschnitzkunst ist Kleinskulptur und erfüllt damit im Grunde genommen die Funktion, die jede Art von Kleinplastik, auch die aus Bronze, auch die aus Holz, aus Alabaster erfüllt. Nämlich, dass im kleinen Format große Skulpturen, Plastik, zumeist aus Marmor oder aus Bronze, reflektiert wird. Man sagt gerne, was Sie hier lesen können, links, große Kunst im kleinen Format. Das trifft auf Elfenbeinskulptur zu, auf die allermeisten unserer Objekte. Um hier nur ein einziges Beispiel herauszugreifen, Sie sehen rechts im Bild einen heiligen Sebastian vom erwähnten Schwäbisch-Haller-Bild, Barockbildhauer Leonhard Kern. Der ist nach Italien gereist, war lange Zeit dort, sieht die großen Marmorskulpturen eines Michelangelo, eines Giambologna, eines Jacopo Sansovino und zum Beispiel da in Oberitalien im Dom von Como sieht er diesen überlebensgroßen, links im Bild, heiligen Sebastian von Jacopo Sansovino und das beeindruckt ihn natürlich und das nimmt er mit nach Hause, diese Eindrücke und in Schwäbisch Hall schnitzt er dann im Elfenbein das Motiv noch einmal annähernd nach. Sie sehen, die Elfenbeinskulptur erfüllt damit die Funktion des Kulturtransfers. So wird die Kunst aus Italien, Skulptur und Plastik aus Italien nördlich der Alpen bekannt gemacht. Und die Museen würden sich natürlich etwas verschenken, wenn wir jetzt diese Objekte nicht mehr zeigen würden. Das ist dann nicht nur so, dass wir einige Elfenbeinobjekte wegsperren, sondern wir würden hier ein ganzes Kapitel von Geschichte der Skulptur und Plastik ausblenden. Und das wollen wir natürlich nicht. Zum Thema Format ist dann im Übrigen zu sagen, je länger das Jahrhundert dauert, desto länger oder desto größer werden die Objekte bei uns in der Sammlung. Das größte Objekt ist dieser spektakuläre Tafelaufsatz in der Mitte im Bild, immerhin 1,15 Meter hoch, aus drei Teilen, Sie sehen es rechts, zusammengesetzt. Ein spektakuläres Objekt, das dem Herrn links im Bild geschenkt wurde, das ist Kaiser Ferdinand III. Er hat diesen Tafelaufsatz zum Geschenk bekommen beim Reichstag 1652 in Regensburg. Das war kurz nach Ende des Dreißigjährigen Krieges und an diesem Reichstag ging es darum, die konfessionelle und politische Spaltung des Heiligen Römischen Reichs zu überwinden, wieder zu einem friedvollen Miteinander zu kommen. Und der Schenker dieses Objekts war der Herzog von Sachsen-Weimar, Wilhelm IV., das war einer der protestantischen Reichsfürsten, die eigentlich gegen den katholischen Habsburger gekämpft hatten. Und er schenkt dieses Objekt dem Kaiser, das ist dann natürlich verbunden mit einer politischen Botschaft. Nun ist es so, dass der Schenker auch einer der Gründerväter war der sogenannten fruchtbringenden Gesellschaft. Das war ein Adelsclub der Barockzeit, die sich eben die Überwindung der Spaltung des Reichs zum Ziel gesetzt hatten, nämlich mittels Pflege von Kultur, von Kunst und vor allem auch Sprache. Und es gibt interessanterweise zu diesem Tafelaufsatz eine gewissermaßen Gebrauchsanweisung, eine Abhandlung des Künstlers, wie man das komplizierte große Objekt verstehen muss mit den verschiedenen Motiven, die Sie da sehen können, Schiff, Drache in der Mitte, Elefant ganz unten. Und diese Gebrauchsanweisung ist den Prinzipien der fruchtbringenden Gesellschaft entsprechend sowohl in Prosa als auch in Lyrik, in Gedichtform verfasst worden. Also, das Überwinden der Reichsteilung mittels Kunst, Sprache, Kultur,
Und wenn das dem Kaiser geschenkt wird, ist klar, das ist eine politische Botschaft. Und damit ist klar, das Objekt ist mehr als nur Elfenbein, es hat eine historische Dimension. Es hat eine politische Message, die zur Bedeutung des Objekts dazugehört und die natürlich vermittelt werden muss. Ganz ähnlich verhält es sich mit diesem spektakulären Objekt, dieses Mal nicht aus unserem Museum, sondern um mal was von woanders zu nehmen, aus dem grünen Gewölbe in Dresden, die weltberühmte Fregatte des Jakob Zeller aus Elfenbein. Ungefähr genauso groß wie unser Tafelaufsatz, 1,15 Meter, riesig für ein Elfenbeinobjekt, wunderschön, virtuos, detailliert gearbeitet, das Schiff, die Takelage, die winzig kleinen Matrosen, die in den Seilen klettern. Was man nicht sehen kann auf dem Schiffrumpf, das ist zu klein für die Abbildung, sind die Namen sämtlicher sächsischer Herrscher seit der Frühzeit bis in die Gegenwart 1620 hineingeschrieben. Also es ist ein politisches Denkmal. Da geht es um Zelebrieren des sächsischen Fürstentums, Kurfürstentums, Zelebrieren der Machthaber. Und dieses Schiff wurde erst vor einigen Jahren ausgewählt als Motiv für eine Briefmarke, eine Sondermarke der Deutschen Post. Damit ist klar, die Fregatte segelt aus ihrem Heimathafen, dem grünen Gewölbe, hinaus in die Welt und wirkt dort in einem anderen Zusammenhang als Briefmarke, eben als als Träger von kultureller Wertschätzung. Erfüllt damit im Grunde genommen die gleiche Funktion wie rechts im Bild oben der Stephansdom auf den österreichischen 10-Cent-Münzen oder das Brandenburger Tor in Berlin unten auf den deutschen Euro-Cent-Münzen. Also das Elfenbeinobjekt und der Stephansdom und das Brandenburger Tor spielen alle in der gleichen Liga. Sie sind in einem anderen Zusammenhang wiederverwendet und Träger kultureller Wertschätzung und insofern sind sie identitätsstiftende Objekte. Und wir haben, um jetzt wieder in die Kunstkammer zurückzukommen, etwas nicht ganz Vergleichbares, aber Ähnliches mit unseren weltberühmten Reiterdenkmälern aus Elfenbein. Kaiser Leopold links hoch zu Ross und gegenüber rechts sein Sohn und Mitregent, Nachfolger Josef der Erste. Da geht es natürlich zunächst einmal auch um eine politische Botschaft. Das ist ja offensichtlich, der Kaiser triumphiert über einen osmanischen Bogenschützen. Also es geht um die Überwindung der Türkenbelagerung Wiens, der Sieg über das Osmanische Reich. Der Kaiser erkämpft einen Frieden und sein Sohn, der über eine allegorische Figur, der entfesselte Kriegsfuhrer, triumphiert, setzt diese siegreichen Handlungen gewissermaßen fort, stabilisiert den Frieden des Haus Habsburg als Friedensfürsten, ist im Grunde genommen die politische Message dieses Doppeldenkmals. Und sie sind insofern auch Identifikationsobjekte, wenn man jetzt den Künstler, die Künstlerpersönlichkeit dazu denkt. Matthias Steinl, das war der Kammerbeinstecher Kaiser Leopolds des Ersten, Leopold der Erste. Sie haben das Krügel im Vortrag vom Kollegen gesehen, war so verliebt in das Material Elfenbein. Er hat es selber gedrechselt in seiner Jugendzeit. Und als Kaiser hat er dann das Amt des Kammerbeinstechers bei sich am Hof eingeführt. Also ein Hofkünstler, der nur dafür angestellt war, Bein zu stechen, also Elfenbein zu schneiden. Und dieser Matthias Steinl war aber mehr als nur Kammerbeinstecher und Bildhauer, er war auch Architekt. Und auf ihn geht der Entwurf des liebreizenden Dürnsteiner Kirchturms zurück. Der blaue Turm von Stift Dürnstein, eines der barocken Wahrzeichen Österreichs. Also das Elfenbeinobjekt und der Kirchturm, das Wahrzeichen, Ausdruck der gleichen Künstlerpersönlichkeit. Und das hebt natürlich das Elfenbeinobjekt noch einmal eine Stufe höher.
und erhöht seine Bedeutung. Und mit diesem Matthias Steinl sind wir, Sie sehen es an den Objekten, auf dem Höhepunkt der Elfenbein-Schnitzkunst, zugleich aber auch auf dem Endpunkt, denn der Nachnachfolger Kaiser Leopolds, Karl VI., der jüngere Sohn Leopolds, will 20 Jahre später, als er plötzlich Kaiser wird, auch so etwas Schönes haben und gibt dem Kammerbeinstecher noch einmal den Auftrag, so ein großartiges Reiterdenkmal zu schaffen. Der schon fast 70-jährige Steinl setzt sich also noch einmal hin, macht noch einmal ein Reiterdenkmal, das Sie hier rechts im Bild sehen. Aber Karl VI. Ist auch derjenige, unter dem dann eben 1718 die Wiener Porzellanmanufaktur gegründet wird, als zweitälteste in der Welt nach Meißen, zweitälteste Europas nach Meißen. Und damit läuft dann auch in Wien das Porzellan dem Elfenbein den Rang ab. Und damit bin ich auch schon am Ende. Fazit möchte ich nochmal abschließend festhalten, es ist immer mehr als Elfenbein. Die Objekte sind eben haben nicht nur diesen materiellen Aspekt, sondern sie sind Kunstwerke, die vielschichtig sind, die einen kunsthistorischen Aspekt haben, einen kulturgeschichtlichen, einen politisch-geschichtlichen Aspekt. Und alles das verleiht diesen Objekten Bedeutung. Und das Wissen um diese Bedeutung muss vermittelt werden. Und der Bildungsauftrag an die Museen ist, sammeln, bewahren, vermitteln. Und vermitteln kann nicht funktionieren, wenn wir nicht die Objekte auch ausstellen. Soweit mal, vielen Dank. Aber doch auch immer die Kunst, das Konzept, die Idee dahinter in den Vordergrund stellen. Und Sie, Herr Saviello, haben uns ein bisschen auf den schrecklichen Boden anderer Tatsachen zurückgeholt. Schrecklich schön ist der Titel der Ausstellung, über die Sie gesprochen haben, wo es auch sozusagen ein bisschen um die anderen Aspekte, um die Ressource, um das Tier, um die Verantwortung des Menschen auch für die Natur, für den Lebensraum gegangen ist. Und jetzt bricht auf einmal eine Diskussion darüber auf. Über einen sehr langen Zeitraum war das niemals ein Thema, man hat sich nur an der Schönheit der Objekte erfreut und gerade Wien kann sich hier natürlich einer besonders reichen Sammlung rühmen. Und dann fährt man uns so ein bisschen in die Parade und sagt, es geht nicht nur um Schönheit, sondern es geht auch um andere Themen. Du hast angesprochen, wir haben den Bildungsauftrag, Sie haben wieder darauf abgezielt, wir müssen auch auf die Ressourcen achten, wir müssen auf das Tier achten. Da stehen wir in einem Dilemma. Wie soll man hier weiter verfahren, Herr Saviello? Ist es an? Können Sie mich hören? Wunderbar. Ich denke, man sollte das miteinander verbinden. Die Aspekte, die mir auch zum Teil neu waren, jetzt mit dem Tafelaufsatz, die politische Bedeutung der Verbindung des Reiches wieder, ja, also das Friedensstiftende, was von Kunstobjekten ausgeht, oder die Fähigkeit von Kunst, soziale Kohäsion herzustellen, Identität zu stiften, was für eine Gesellschaft ja total relevant ist, ist ja ungenommen und ist auch eines der großen Fähigkeiten von Kunstwerken, sowas zu leisten. Und dann die Frage, was hat das mit der Spezifik des Materials Elfenbein zu tun? Man könnte zum Beispiel diesen Tafelaufsatz vielleicht auch noch einer anderen Seite sehen. Ne? Also einerseits hat dieses Objekt eine politische Botschaft getragen, eine sehr positive politische Botschaft. Andererseits beschreibt Markus Heiden aber auch in diesem
kurzen zehnblättrigen Text, den Sie gerade genannt haben, dass das Stück aus Amsterdam kam, über den Händler Philipp Tillen. Und er sagt, dieser Stoßzahn wurde aus einer Menge von 300.000 Stoßzähnen ausgesucht. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, als das Liebighaus in Frankfurt die Sammlung Rainer Winkler gekriegt hat, da wurde das auch an einer Stelle zumindest thematisiert, die Frage, wie haben Museen mit Artenschutz umzugehen und wie kann man sozusagen Elfenbein ausstellen im Hinblick auf die Situation der Elefantenpopulation heute. Und da wurde dann gesagt, die Waffentechnik war noch gar nicht so weit entwickelt, also diese Schusswaffen, die dann wirklich zu einer starken Dezimierung der Elefantenpopulation geführt haben, die sind tatsächlich erst Anfang des 19. Jahrhunderts oder Mitte des 19. Jahrhunderts so weit gekommen. Und da hat es dann wirklich ein rapides Absinken von 26 Millionen Elefanten auf derzeit ungefähr 1 Million frei lebender Elefanten gegeben. Und die Zeit der barocken Plastik würde da noch nicht raus, würde da sozusagen noch keine Bedeutung spielen. Aber wenn wir uns diese Zahlen anschauen, sehen wir, dass da doch schon enorme Mengen an Elfenbein noch transportiert wurden. Also diese Vorläufer dessen, was wir als europäischen Kolonialismus bezeichnen, die existierten auch damals schon. Das Gleiche ist auch nicht auf Europa beschränkt. Ne? Wenn wir uns den Indischen Ozean angucken, da haben wir im 16. Jahrhundert schon Händler, die aus Mosambik hunderte Tonnen von Elfenbein jährlich an die Westküste von Indien transportieren, wo das Material geschnitzt wird. Also auch da kann man sich fragen, okay, ab welcher Menge wird es denn problematisch? Ne? Wann wird es erst problematisch, wenn man aus Elfenbein Billardkugeln herstellt, die keinen Kunstwert haben? Oder Klaviertasten, die Massenartikel sind? Oder gibt es auch vorher schon Aspekte, die man beleuchten könnte? Und die müssen ja gar nicht unbedingt immer negativ sein. Ne? Also hier zum Beispiel auch in der Kunstkammer ist ein Kästchen vom Königreich Sitavaka auf Sri Lanka. Das ist in einem wunderbaren Katalog von Annemarie Jordan-Schwendt mal Elfenbeine aus Ceylon gezeigt wurde. Und das ist auch ein enorm wichtiges politisches Stück. Ne? Da man kann, wenn man sozusagen diese Wege auch des Materials nachverfolgt, kann man auch zeigen, wie die Welt auch damals schon vernetzt war. Und es war nicht immer nur eine Ausbeutung. Ne? Auch die afrikanischen, westafrikanischen Staaten im Kongo und in Benin, die haben Handel getrieben mit diesem Elfenbein. Und das war zum Teil wirklich auch auf Augenhöhe, auch im 16. und 17. Jahrhundert noch. Ne? Also das, was in Amsterdam ankam, ist jetzt kein kolonialistischer Raubbau, sondern ist etwas, was die Kultur miteinander in Kontakt gebracht hat. Und ich denke, sozusagen darüber hinaus zu schauen, was leistet das Kunstwerk an politischer oder welche politische Intention hat ein Kunstwerk und was leistet es gesellschaftlich, kann man auch fragen, wie kamen eigentlich die Ressourcen an den Ort? Welche Wege gibt es dort? Welche wirklich Globalität ist in diesem Zeitalter schon zugange? Aber nimmt diese Auseinandersetzung dem Kunstwerk etwas oder ist es nicht eigentlich eher auch eine Ergänzung, die noch einmal sozusagen in einem breiteren Gedankenkomplex sozusagen eröffnet? Für mich stellt sich ein bisschen auch die Frage, wir sprechen von historischem Elfenbein, von Elfenbeinobjekten, die in historischer Zeit entstanden sind. Müssen wir jetzt eher darauf achten, wie geht das weiter? Konrad, ich glaube, du hast die EU-Verordnung auch genannt. Müssen wir jetzt sozusagen einen Call to Action machen, wie geht es weiter? Oder es sind auch Stimmen laut geworden, die gesagt haben, das geht uns viel zu nicht weit genug, sondern solange man Elfenbeinobjekte sehen kann, ist immer noch sozusagen der letzte Schritt nicht getan. Eigentlich sollte man sie gar nicht zeigen. Und die Frage ist natürlich, cui bono, wem nützt so etwas, wenn man eben diese Objekte nicht zeigt, beziehungsweise welche Maßnahmen, welche Gedanken gibt es hier in der spezifischen Museumswelt, sogar vielleicht noch in der engeren Elfenbein-Community. Es gibt ja die Ivories Group, eine informelle Gruppe von Kollegen, die sich mit dem Material beschäftigen, die unterschiedliche Interessen natürlich auch haben, das muss man auch sagen. Vielleicht magst du da ein bisschen was dazu erzählen, Konrad.
Ja, gern. Die International Ivory Studies Group ist, um es Ihnen schnell zu erklären, eine Gruppe von international tätigen, vor allem Museumsleuten, die sich mit Erforschung von Elfenbeinskultur beschäftigen, aber nicht nur, es sind auch versierte Kunsthändler dabei. Und ja, wir sind uns dann tatsächlich nicht so ganz einig in der Diskussion. Wenn ich sage, die EU-Verordnung, die Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, wo der Elfenbeinhandel so stark reglementiert wird, ist sinnvoll, dann würden mich die Kollegen vom Handel wahrscheinlich steinigen dafür, weil sie das nicht einsehen. Aber ich stehe trotzdem dazu. Sie müssen, um diese Verordnung kurz zu erklären, wenn Sie jetzt ein Elfenbeinobjekt haben und verkaufen wollen, nachweisen, dass Sie es schon mindestens seit 1947 im Besitz haben. Und das erschwert natürlich den Verkauf. Also Sie müssen sich das von der nationalen CITES-Behörde, das ist bei uns in Österreich das Klimaministerium, genehmigen lassen, also zertifizieren lassen, dass das Objekt so lange in Ihrem Besitz ist. Warum das positiv ist, aus meiner Meinung nach, weil damit das Einbringen von Fälschungen schon mal sehr erschwert wird. Wir wissen von Fällen von noch gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Jahren, wo in frisches Elfenbein Figuren hineingeschnitzt wurden, die auf alt gemacht waren und dann als barockzeitliche Skulptur in den Kunsthandel eingebracht wurden. Und so etwas wird mit so einer Verordnung natürlich so gut wie ausgeschlossen. Gleichzeitig wird der Handel mit Rohelfenbein so weit untersagt und nur dann genehmigt, wenn Sie es brauchen, um eine Antiquität zu restaurieren. Und also das ist auch schon mal sehr, sehr restriktiv dann natürlich. Also aber da gibt es eben, wie gesagt, unterschiedliche Auffassungen jetzt. Die Ivory Group-Händler sind natürlich da gar nicht dafür. Einig ist man sich sicherlich in der Richtung, dass wir am Ausstellen der Elfenbeinobjekte weiterhin festhalten werden. Und natürlich hat Herr Saviello vollkommen recht, wenn er sagt, man kann vielleicht beide Standpunkte doch irgendwie unter einen Hut bringen oder miteinander in Verbindung bringen. So etwas ansprechen wie diese schiere Zahl der 300.000 Stoßzähne, aus denen der für den spektakulären Tafelaufsatz ausgewählt wurde. Warum nicht? Ist ja klar. Nur meiner Meinung nach, wir müssen auch aufpassen, dass wir keine falschen Bezüge vom aktuellen Geschehen aus, wir stehen alle, wie gesagt, konsterniert vor der bevorstehenden Ausrottung der Elefanten und das ist wirklich schlimm, dass wir keine falschen Bezüge von dieser Aktualität auf das 17. Jahrhundert schließen, weil 300.000 Stoßzähne mögen im 17. Jahrhundert für uns heute Wahnsinn, aber im 17. Jahrhundert auch eine riesige Menge, sonst hätte es der Künstler nicht erwähnt in seinem Text, aber vielleicht insgesamt doch nicht so dramatisch wie aus heutiger Sicht. Ja, ich meine, diese Zahlen sind natürlich immer relativ. Ne? Und man fragt sich auch, also man hat auch, wenn man den Text liest, das Gefühl, die Zahl ist besonders hoch geschraubt, um die Exquisität des Stücks zu sagen. Er schreibt auch, es ist ungefähr 9 Werkschuh lang, das sind ungefähr 3 Meter, 2,70 Meter oder sowas. Und 70 Kilo wog der Zahn, also ein Riesenzahn. Ja? Also die größten Zähne, die man im 19. Jahrhundert hatte, hatten ungefähr diese Größe. Das war wirklich ein Big Tusker, der da erlegt wurde. Und damit steigert man natürlich eher aus seiner Sicht die Exquisität. Und heute schreibt man auf, was, 300.000? Wie kann das sein? Ne? Und also es gibt Positionen, die ich auch nicht teile, die im Katalog drin sind, wenn man sagt, es ist immer ein getötetes Tier. Ne? Ich meine, Elfenbein fällt auch an, wenn Tiere eines natürlichen Todes sterben. Das sollte man auch irgendwie bedenken. Und es gab sicherlich auch Elfenbeinreserven, die sozusagen so in den Handel kamen. Ne?
Was ich mich aber frage, ist sozusagen, ob man den ästhetischen Genuss eines Objektes nicht auch damit verknüpfen kann, dass man kritische Fragen stellt über seine Genese und seine Herkunft und ob sich das so ausschließt. Also ich habe manchmal also diese Parallelität, die oft attestiert wird zwischen den Museen als dem der säkularisierten Kirche, das hat man bisweilen, wenn man in ein Museum tritt, diese Aura der Sakralität, braucht Schönheit diese Inszenierung des Besonderen, das Ausleuchten und muss Schönheit, kann Schönheit nur so konsumiert werden, wenn man die Kontexte ausblendet? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, man kann auch ein Stück wunderbar inszenieren und hervorragend ausleuchten und trotzdem sagen, es wurde geklaut. Wir wissen nicht genau, wem es gehört hat. Es gibt niemanden, der es zurückfordert. Also wir hatten einige Objekte auch in der Ausstellung, die nachweislich im Zuge des deutschen Kolonialismus und im Zuge von Strafexpeditionen irgendwie erworben wurden. Und wir haben die ausgestellt und haben das auch thematisiert. Also ist es so ein bisschen, ich bin überhaupt nicht dafür, solche Sachen wegzusperren, so in den Giftschrank der Geschichte. Ne? Und so, oh Gott, das ist ganz schlimmes Zeug und da wollen wir uns nicht mit auseinandersetzen. Das wäre ein schön eine Kosmetik, Geschichtskosmetik. Ich finde, das offen anzugehen und sozusagen dazu zu stehen, dass da ein Unrecht passiert ist und dass man vielleicht sozusagen sich dieser Verantwortung stellt, die man jetzt mit diesem, und das sieht man ja gerade bei ethnologischen Sammlungen, ne, dieses zum Teil wirklich hochproblematische Erbe, dass man das offensiv angeht und dazu sagt, naja, es ist echt nicht alles gut gelaufen, ohne dass man sich dabei dann dem Vorwurf aussetzen muss, den ich oft höre, dass man sich sozusagen über seine Vergangenheit erhebt. Ich glaube nicht, dass wir besser sind moralisch oder dass wir jetzt ethischer sind oder bessere Menschen oder so. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir uns auch mit den Fehlern und der Schuld, die wir aus der Vergangenheit gehabt haben, auseinandersetzen, ohne jetzt zu sagen, dass wir sozusagen ethisch überlegen wären oder moralisch. Das ist natürlich keine reine Frage des Materials, die Sie hier ansprechen, sondern wirklich die Frage des Kontextes, der Provenienz, die auch bei den Elfenbeinobjekten, die Sie angesprochen haben, hier geht es weniger um das Material, sondern woher kommen die Stücke, in welchem Kontext sind sie letzten Endes dann auch weiter tradiert worden. Für mich stellt sich natürlich auch die Frage, wie können wir die Objekte, die es in zahlreichen Museen, Sammlungen der Welt gibt, bestmöglich sozusagen einsetzen, damit sie uns möglichst viel erzählen können über das Thema, weshalb sie eigentlich geschaffen worden, den Inhalt, den sie uns erzählen können, aber natürlich auch die Wege, wie das Material, unter welchen Umständen das Material an die nach Europa gekommen ist über die Handelswege und was war auch der besondere Reiz darin, eben genau diese Objekte aus Elfenbein zu besitzen. Du hast das ja auch ein bisschen angesprochen, Konrad, über das Modische in den Materialien vorm Elfenbein, was die Bronze. Dann kam das Elfenbein, das dann auch wieder in einem gewissen Abstand abgelöst wurde durch das Porzellan. Wie kann man diese Vielfalt von Bedeutungen, von Aspekten, von Facetten heute am besten thematisieren und vor allem, wie kann man das einer heutigen, einer jungen Generation zum Beispiel auch vermitteln, die vielleicht von ganz anderen Gedanken angetrieben sich mit den Objekten auseinandersetzt? Ja, sicher. Museumsdidaktik ist ein weites Feld und da zerbrechen wir uns viel den Kopf darüber. Welche Informationen bringt man an welcher Stelle zu welchem Objekt unter? Das ist ein Großteil unseres täglichen Brots im Museum. Und natürlich haben Sie, Herr Saviello, völlig recht, wenn Sie sagen, ja, man kann doch solche Aspekte, also die etwas negativeren Aspekte dann da und dort schon auch zeigen. Und so ganz unbeleckt sind wir hier in der Kunstkammer auch nicht. Wir haben bei der Neuaufstellung 2013 didaktisches Material für Schulen herausgegeben und da sprechen wir beim Thema Elfenbein diese Problematik der Wilderei auf die Elefanten,
das war vor 10 Jahren noch nicht ganz so dramatisch wie jetzt, sehr wohl auch an. Und ich habe schon den Eindruck, auch in anderen Häusern, Frankfurt, Sie haben die Präsentation der Sammlung Rainer Winkler im Liebighaus erwähnt, auch dort nimmt man sich diesem Thema sehr wohl an, sowohl im Katalog als auch in der Schausammlung, wo in den Saaltexten entsprechend darauf eingegangen wird. Welche Reaktionen haben Sie vom Publikum bekommen bei der Ausstellung, nach der Ausstellung? Wie haben die Menschen reagiert auf das, wie sie das Thema präsentiert haben? Wie waren die Reaktionen? Sehr unterschiedlich. Ich muss dazu sagen, dass ich als Werkverträgler und als mit meinem Wohnsitz in Frankfurt sozusagen den Flurfunk im Humboldt-Forum nicht so mitbekommen habe und jetzt auch nicht leider nicht so nah an den Besucherinnen dran war, um wirklich diese Originalstimmen zu hören. Wir hatten natürlich ein Gästebuch ausliegen und die Resonanz war im Groben positiv, würde ich sagen, wobei es schon auch Kritik gab. Also die Kritik habe ich vielmehr so im Vorfeld irgendwie mitbekommen, als wir diese Ausstellung auf die Beine gestellt haben. Da hatten wir auch Kontakt zum Kunsthandel und da gab es natürlich große Bedenken, was das jetzt für eine Ausstellung werden wird, ob danach Elfenbein überhaupt noch ausgestellt werden kann und soll. Das war sozusagen, und aber auch von größeren Museen, die gesagt haben, nein, wir wollen jetzt dieses Objekt nicht im Kontext des europäischen Kolonialismus, das war ein Objekt, das wir ausstellen wollten, das war in der Kolonialausstellung Interviewen von König Leopold zu zeigen, der versucht hat, sozusagen mit der Ästhetisierung des Elfenbeins seine Privatkolonie in Belgisch Kongo zu legitimieren auch. Und das, wir wollten ein Objekt auch in diesem Kontext ausstellen, das wurde uns untersagt. Wir sehen den Hauptwert dieses Objektes in seiner Schönheit und es ist wirklich ein schönes Objekt. Also, und deswegen, wir wollen das nicht in diesem Kontext ausgestellt wissen. Man anscheinend mit dem Hintergedanken, man würde das Objekt dadurch beschädigen in irgendeiner Weise oder seinen Ruf beschädigen. Das waren Reaktionen. Und andere Reaktionen von Seiten von Aktivistinnen, von Naturschützern, die uns auch Objekte, also wir haben eine Filmarbeit zur Jagd geplant, auch zu Elefanten, und die wurden uns auch nicht gegeben mit dem Hinweis, naja, also wir wollen keine gemeinsame Sache mit dem Humboldt-Forum machen, das sozusagen eine Erneuerung des deutschen Imperialismus ist, ne, in diesem Neubau dieses Schlosses. Und sozusagen wir haben so von beiden Seiten in gewisser Weise Kritik bekommen und das spiegelt sich weniger polarisiert, aber auch ein bisschen in den Reaktionen des Publikums, die ich gesehen habe. Also es gab auch einige Hinweise, die gesagt haben, naja, das ist uns zu stark moralisierend, das wollen wir so nicht, oder dieses Atmen dieser Elefantenkuh, das man wirklich auch in der Ausstellung hören konnte, das finden wir irgendwie nicht zu ertragen, das geht uns zu nah. Es gab auch Kritik in der Hinsicht und das war auf jeden Fall sehr interessant, das zu sehen. So. Es wird sicher dies auch ein Schritt gewesen sein, Ausstellungen komplexer zu gestalten, nicht nur sozusagen rein auf die Ästhetik abzielend, auf die Inhalte abzielend, sondern sicherlich auch in einen größeren Kontext zu stellen. Ich würde vielleicht jetzt ganz gerne auch einmal das Publikum einladen, wenn Sie Fragen an die beiden Herren haben, würden wir die natürlich auch sehr gerne beantworten wollen. Dankeschön. Herr Saviello, Sie haben uns zwar gesagt, dass Sie aufgrund der räumlichen Distanz in Berlin nicht die ganze Zeit dabei waren, als die Ausstellung lief und nicht unmittelbar die Reaktion des Publikums wahrgenommen haben. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, hat es ja auch Anfang Januar eine Tagung gegeben, wo Sie nochmal sehr intensiv auch Meinungen abgefragt haben, wo Sie Experten eingeladen haben. Mich würde es natürlich jetzt hier beheimatet im Kunsthistorischen Museum interessieren,
wie Sie die Aufstellung der Elfenbeine in der Kunstkammer wahrnehmen und aus Ihrer doch, glaube ich, sehr prägnanten Erfahrung heraus uns vielleicht auch Ratschläge geben können oder Dinge, die Sie sich vielleicht anders wünschen würden oder irgendwelche Inspirationen, die Ihnen sofort in den Kopf schießen, wenn Sie die Kunstkammer und die Elfenbeine sehen, thematisch, wie man das Ganze ein bisschen modifizieren kann oder wie man dem Besucher vielleicht doch auch ein bisschen andere Aspekte der Objekte mit an die Hand geben kann. Das würde mich mal interessieren, wie Sie das wahrnehmen. Also ich persönlich bin begeistert, wenn ich durch die Kunstkammer gehen kann. Wir sind gerade, Herr Schlegel und ich, gemeinsam nochmal durchgelaufen und ich verfalle sofort dem ästhetischen Genuss und kann mich begeistern über die Feinheiten, über die Subtilität, die unglaubliche Statik, die Feinheit, die ikonografischen Finessen, die da drin versteckt sind. Ne? Und ich habe... finde es absolut legitim, auch sich so einem Genuss hinzugeben. Andererseits glaube ich, dass sozusagen der Bildungsauftrag der Museen jetzt gerade mit Hinblick auf kommende Zeiten und auf die Verantwortung der Gesellschaft auch noch darüber hinaus was bieten sollte. Also ich glaube, es ist wichtig, jungen Menschen auch diese Nähe zu den Objekten, zur Materialität. Ne? Gerade im Zeitalter der Digitalisierung finde ich das toll, wenn man sozusagen etwas wertschätzt, was alt ist, was eine Geschichte mitbringt, was eine Substanz hat, die im besten Sinne spürbar wäre, was natürlich mit Vitrinen ein bisschen schwierig ist. Aber wenn solche Aspekte sozusagen auch den kommenden Generationen vermittelt werden, finde ich das total wichtig. Gleichzeitig sehe ich aber auch aus so ein bisschen aus meiner universitären Erfahrung, dass gerade die kommenden Generationen wirklich politische und ethische Fragen auch in den Vordergrund rücken, sei es die MeToo-Debatte, ne? Oder warum gibt es nur hauptsächlich nackte Frauen auf Bildern, ne? Und sollen wir heute damit umgehen, ne? Wie passt das zu modernen Geschlechterrollen? Das sind einfach alles Fragen, die für unsere Gesellschaft auch relevant sind, und auch unsere Gesellschaft wandelt sich, ne? Wir werden dadurch, dass die Menschen immer mehr in Bewegung kommen, leider ganz oft durch Flüchtlinge, aber auch generell Flüchtlingskrisen, aber auch ganz generell sozusagen eine höhere Mobilität da sind, sollten wir auch die Konnektivität, die in diesen Objekten steht, ne, die eben davon spricht, dass hier Gesellschaften, unterschiedliche Traditionen miteinander in Kontakt gekommen sind, auch vielleicht stärker zur Anschauung bringen. Ne? Eben gerade zum Beispiel mit diesen Objekten aus Ceylon. Da könnte man irgendwie toll eine Medienstation daneben stellen, die eine Geschichte so von so einem Objekt irgendwie auch erläutert. Ne? Oder eben, was Sie zu dem Tafelaufsatz geschildert haben, dass aus der Betrachtung alleine, wenn ich davor stehe, erschließt sich mir das nicht. Ne, da sehe ich das, denke, das ist ein exotisches Stück. Und sowas finde ich, wenn das gut didaktisch aufbereitet ist, ist es eine totale Bereicherung, der auch den ästhetischen Genuss nicht stört. Und mehr Kontextualisierung, die vielleicht auch manchmal sozusagen die Genussfähigkeit auch ein bisschen stört, wenn Probleme kommen. Ne? Wie sagt Frau Sauer häufig, an vielen Objekten klebt Blut, und das ist oft der Fall. Ne? Und sich damit auch auseinanderzusetzen und zu sagen, in der menschlichen Geschichte ist halt leider nicht alles immer sehr, sehr gut gelaufen. Ne? Und wir machen heute Fehler, und früher haben wir das auch. Und wir stellen uns aber auch diesen Punkten. Das finde ich wichtig und gut. Ja, sicher. Die Museumsdidaktik, die Kontextualisierung ist ein Um und Auf. Du hast es vorhin ja auch angesprochen, Sabine. Und da kann man natürlich immer noch besser werden. Ja, da ist keine Präsentation wirklich gut. Und da können auch wir in der Kunstkammer noch was tun. Wir haben ein sehr ausgeklügeltes didaktisches System. Aber man kann es immer besser machen, ist ganz klar. Und ich denke, die Museen haben schon die Verpflichtung, jetzt bei unserem Thema Elfenbein zu bleiben, beides zu leisten. Wir müssen einerseits die kulturhistorische Bedeutung der Objekte
in dem Sinn, wie ich es versucht habe zu umreißen, vermitteln. Aber natürlich kann man auch, wie Sie sagen, diesen anderen Aspekt ansprechen. Also muss es eigentlich tun. Das gebe ich zu, ist in unserer Präsentation im großen Saal für die Erwachsenenbesucher, für die Schüler eben haben wir es gemacht, aber für die Erwachsenenbesucher, die durch den Saal gehen und sich kein Heft dazu anschauen, kein Schülerheft, da kommt das vielleicht zu kurz, einfach deshalb, weil die Problematik vor 10 Jahren, als wir die Kunstkammer neu eingerichtet haben, so noch nicht dramatisch war, wie sie jetzt ist. Aber da lässt sich vielleicht schon noch mehr machen, gebe ich gerne zu. Und wir haben ein digitales Vermittlungssystem für Besucher aller Altersgruppen. Und das wird gerade aktuell neu überarbeitet, nach 10 Jahren, einfach irgendwo notwendig. Und da steht tatsächlich das Thema Elfenbein und der Elefant und der Artenschutz auch ganz oben auf unserer To-Do-Liste. Gut, das war jetzt doch, finde ich, ein gutes Schlusswort von beiden Herren. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Saviello, bei dir, lieber Konrad, bedanken für die Präsentation und für die Diskussion über brennende Fragen rund um das Thema Elfenbein. Ich darf Sie, sehr geehrte Damen und Herren, sehr herzlich natürlich einladen. Kommen Sie wieder zu uns ins Haus das nächste Mal. Gehen Sie bitte in die Kunstkammer und mit diesen Argumenten, mit diesen Gedanken im Hinterkopf genießen Sie das, was Sie dort sehen können, mit kritischem Blick. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Kommen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und freuen uns, Sie bald wieder bei uns im Haus sehen zu können. Vielen herzlichen Dank.